Moin, moin und willkommen zurück bei Hardcore Körbel. Ja, ihr seid richtig abgebogen. Ja, das ist Hardcore Körbel und ja, wir sind auf der 1.1. Mit viel Rumprobieren und Anpassen habe ich es geschafft, unser Hardcore Körbel-Spiel auf die 1.1 zu bringen und die Mods entsprechend anzupassen. Ich musste ein paar Sachen umbauen dafür, das erkläre ich euch gleich. Aber wir springen jetzt einfach mal rein. Und dann werden wir das ja sehen. Was ich gemacht habe, ich habe MechJab rausgehauen. Dadurch werden wir jetzt einen Comsat verlieren. Der hatte nämlich noch ein MechJab-Modul dran. Der ist jetzt weg. Und Science Alert ist auch weg. Dafür habe ich X-Science installiert. Ansonsten Scatterer ist mit dazu gekommen, damit es noch ein bisschen hübscher aussieht, auch mit der Atmosphäre. Und ich habe Persistent Rotation und die USI Colonization Mods mit reingenommen. Damit können wir dann so Raumstationen und auch Stationen irgendwo auf Planeten später mal bauen, wenn wir mal so weit sind. Aber das kommt erstmal in der Zukunft. Wir haben ja jetzt den Satelliten. Ich habe erstmal noch keine weiteren Satelliten, also den großen Comsat. Ich habe noch keinen weiteren Comsat hochgeschossen, sondern wir haben ja so ein paar Aufträge, die wir erledigen müssen. Und zwar haben wir hier drei Rescue-Aufträge. Wir müssen das Chaos-Labor in, ich glaube, 20, 24, 23 Tagen irgendwie mal wieder versorgen. Und wir haben Flyby Duna und Explore Ike. Das sind jetzt so Sachen, die möchte ich natürlich gerne mal angehen. Und dafür würde ich gerne mal gucken, wann ein gutes Startfenster wäre. Das heißt, Richtung Duna, und dafür brauchen wir irgendwie so einen 45-Grad-Winkel. Ich guck mal schnell. 44,36 ist es, um genau zu sein. Jetzt gucken wir mal. Also, Duna muss vor uns sein. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Guck mal. Also, wir haben, so wäre es ein 90-Grad-Winkel, so sind es, oh, es ist wahrscheinlich ein bisschen weniger. Das ist nicht der ganz der idealste Winkel. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen näher noch ran. Aber das sollte theoretisch machbar sein. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal, dass wir uns einen Satelliten bauen, mit dem wir den Flyby an Duna zumindest abwickeln können. Das wären 130.000. Ja. Und als Basis dafür würde ich den Comsat-Satelliten nehmen, weil der eigentlich schon einen Großteil von dem mitbringt, was wir so brauchen, nämlich ein großes Dish, damit wir kommunizieren können. So, ich mache mal das hier kurz weg. So, das Einzige, was er halt hat, er hat ein bisschen wenig Delta-V. Das heißt, was ich jetzt mal machen würde, ist den Tank hier, also quasi die letzte Stufe, entschuldigt, ein bisschen vergrößern, sodass wir nachher ein bisschen mehr Power haben. Dann kommen wir so auf 7300 Delta V. Das sollte eigentlich reichen. Und mit ein bisschen Glück, also Duna sollte man mit auf jeden Fall schaffen. Und mit ein bisschen Glück schaffen wir es sogar noch, an Ike vorbeizuschrammeln. Gucken wir mal. So. Zu damit. Und zu damit. Und das Ganze heißt Duna satt. Goodie. Wir haben jetzt zwar keine perfekte Verbindung für die Langstrecke, aber es sollte reichen, weil die Manöver vom Abstand her immer in zeitlich guten Abständen kommen. Und wir haben ja auch den Flight Computer, dass wir den notfalls nutzen können. Deshalb hoffe ich mal, dass das hinhaut. Und ich hoffe auch, dass die Entfernung hinhaut. Aber 60 Gigameter müsste eigentlich gut passen. So, Staging ist okay. Und dann hauen wir das Ding mal raus auf die Rampe. Und machen uns auf den Weg in Richtung Duna mit der Kiste, damit wir das schon mal ein bisschen entdecken können. So, was uns dann in den nächsten Tagen noch so blüht. Ach, seht ihr? Der Abwurf wäre natürlich in die Richtung besser, aber ist egal, wird schon irgendwie funktionieren. Was uns in nächster Zeit dann noch so blüht, ist auf jeden Fall die Körbelrettung. Das machen wir, während der Satellit unterwegs ist. Und auch das Refueling, also hier Supplies hochbringen zu Chaos plus eine neue Crew. Das werden wir auch in der Zeit machen. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit dahin. Und währenddessen kann der Satellit ja einfach unterwegs sein. Der braucht dann wahrscheinlich eh ein paar Tage. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt für einen Kurs hinbekommen in Richtung Duna. Aber ich denke mal, also keine Ahnung, 100, 200 Tage werden wir da sicherlich unterwegs sein. Von daher. Ja,
mache ich mir dann nicht so viel Sorgen. Da können wir zwischendurch viele andere Sachen erledigen. Und was, glaube ich, auch spannend wäre, wäre natürlich zu gucken, ob wir ein Startfenster schon mal für Eve vorbereiten. Aber dass wir da auch eine Sonne hinschicken. Aber da will ich erst noch Verträge für haben, weil ich mache das natürlich nicht für lau. Ne? Nix. Wenn du was gut kannst, lass dich immer dafür bezahlen. So, jetzt kommt Boosterabtrennung. Weg mit den Boostern. Okay, kleinere Glitches, aber sah gut aus. So, und dann müssen wir Richtung 90 Grad langsam kippen. Nicht zu schnell. Nicht, dass uns der Hobel um die Ohren fliegt. Jawohl. Sieht gut aus. Okay, ich gebe mal ein bisschen mehr Schub. Dann haben wir auch mehr Stabilität. Ah, das funktioniert aber ganz gut. Okay, ich glaube, atmosphärentechnisch sind wir jetzt auch langsam aus dem Gröbsten raus. Jawohl. Ja, nicht zu schnell. Nicht, wollen wir es riskieren, das Fairing wegzuschmeißen? Ah, mein Gott. So. Ah, wabbelt ein bisschen, ne? Na gut. War vielleicht ein bisschen früh, aber es ist nichts abgerissen. Bisher zumindest kann ich nichts sehen, was fehlt. So. Ich pumpe den jetzt mal so auf 100 Kilometer hoch. Und aus die Maus. So. Gut. Monotron an und wir können gleich schon mal die Panels rausschmeißen. Da haben wir auch schon mal Strom. Na, schön oben bleiben, mein Freund. Ach, jetzt komm. Oben bleiben mit der Nase. Dankeschön. So, stabilisiere dich mal ein bisschen. Guti. So, halben Weg haben wir geschafft. Also, wir sind gleich schon mal im Orbit. Ich muss da... Ah, ich hätte ein Reaction Wheel noch draufpacken sollen, glaube ich. Das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Aber wenn wir nachher die große Stufe los sind, wird das wahrscheinlich auch einfacher. Ich muss jetzt immer mal ein bisschen Schub geben, wenn ich ihn stabilisieren will. Denn durch das Persistent Rotation Mod fällt jetzt auch flach, dass ich irgendwie in Zeitraffer gehe und der aufhört zu rotieren. Weil der rotiert einfach weiter. So. Jetzt geben wir mal ein bisschen Zeitraffer. So. Gut. Also. Dann auf in den Orbit. So. Das sollte relativ funktionieren. Was wir jetzt schon mal machen können, ist die hier. Vielleicht das stromtechnisch, ja. Targetmäßig auf den Kommissar 2 setzen. Da hat zwar noch keine Sichtlinie, aber das brauchen wir später. Kommissar 2 eigentlich. Da draußen. Na doch, geht schon. Was sagt der denn? No line of sight. Operation. Ja, alles gut. Okay. Gut. Den braucht man natürlich nachher für die Langstrecke. Bevor wir es nachher vergessen, lieber jetzt schon mal anmachen. An den dürfen wir nicht so nah ran. Das wäre nicht gut. Dann aktiviert es dem irgendwie sein Live-Support und dann verreckt er uns, bevor wir ihn retten können. So, was ist denn jetzt hier los? Komm mal hoch. Hoch! Ah, das wird auch noch klappen. Komm. Gas geben. Viel Gas geben. So, wir sind... in sowas ähnlichem wie einem Orbit. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Wir sind auf jeden Fall oben. Ist schon mal gut. So, dann heißt es jetzt Manöverplan. Jetzt müssen wir mal gucken. Also. Wo ist Duna? Da ist Duna. So. Da wollen wir hin. Winkelmäßig würde ich sagen, nehmen wir das hier als Austrittswinkel. Na komm. So, um und bei. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, das sind 9 Minuten, das wäre auch zeitlich okay. Huch, das war ein bisschen viel, glaube ich. Und wir sollten vielleicht Duna auch noch als Ziel setzen, damit wir sehen, was wir tun. Oh ja, das war ein bisschen arg viel. So. Arg viel, okay. Also. Ach, guck mal, da wäre... Sind jetzt
Kommt uns da irgendwas ins Gehege? Gehen da raus. Ach so, weil wir eine Mondbegegnung haben. Ich verschieb den mal ein bisschen. Ah, besser. Okay. Das ist jetzt natürlich doof mit dem Mond dazwischen, ne? Macht denn der Mond uns da jetzt alles kaputt? Von unserer Manöverplanung, von unserer schönen. Den wollte ich gar nicht erwischen. Okay. Müssen wir ein bisschen anderen Winkel ansetzen, dass wir den Mond nicht erwischen. Sonst kriege ich die Manöverplanung nicht hin. Ich gehe mal ein bisschen weiter hinter. Mal gucken, was dann passiert. So, kommen wir da jetzt vorbei, ohne den Mond zu tackeln? Warum ist denn da der blöde Mond so im Weg? So, so sind wir nicht am Mond, aber dann sind wir schon wieder zu weit draußen, ne? So. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Da macht mir jetzt der Mond meine ganze Manöverplanung kaputt. Was machen wir da? Wisst ihr was? Wir warpen einfach einmal um den Planeten rum. Wir verlieren interplanetar, verlieren wir dadurch nicht viel Zeit, aber der Mond bewegt sich ein bisschen weiter. So, wir sind jetzt so grob hier. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal Warp hier. So. Dann ist nämlich der Mond ein bisschen weiter gezogen und ich hoffe einfach mal, dass der uns dann nicht mehr ins Gehege kommt. Bei dem ganzen Spaß. So. Wir bewegen uns hier aber auch knapp zwischen den ganzen Kapseln, ne? Ich hoffe, wir aktivieren keine von den Kapseln. Dann verhungern und ersticken uns da die Kerbels drin. So, ich hoffe mal, dass das jetzt besser funktioniert. Mit ohne Mond. So, jetzt sieht das schon mal ein bisschen besser aus, ja. So, dann kann man auch mal vernünftig Manöver planen. Aha. Okay. Okay. Komm. Was wäre denn, wenn wir... Okay, das ist ein bisschen arg viel Delta V. Wieder zurück. Also wir sind quasi da, eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir diese kleine Diskrepanz da noch abbauen? Ja. Jetzt ist wieder der Mond irgendwo, oder? Das gibt's doch nicht, dieser blöde Mond. Och, nö. Sagt ihr schon, dass ich den Mond hasse? Ich hasse den Mond. Okay, wir rotieren noch eine Runde. Danke, Mond, für nichts. Danke für nichts. Meine Güte, ey. Nur im Weg, dieser Mond. Da so. Los geht's. Eine weitere Runde außenrum. Dann hoffen wir mal, dass der Herr Mond sich zusammengerissen hat und es geschafft hat, uns aus dem Weg zu gehen. Damit wir endlich mal zum Mars fliegen können oder auch zu Duna, je nachdem, wie man das nennen möchte. Ist aber auch aufdringlich, ne? Nur weil wir nicht zu ihm fliegen wollen. So. So. Das war wieder ein bisschen viel.
Das ist ein bisschen zu spät. Das heißt, wir sollten versuchen, den Winkel ein bisschen steiler zu bekommen. Ey, ehrlich, Mond, ehrlich. So ist er nicht mehr drin. So. Was ist jetzt? Jetzt ist ein bisschen. Ey, das macht mich wahnsinnig mit dem Mond, ne? Das macht mich wirklich, 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 wirklich wahnsinnig. So, lass mich mal gucken, ob wir was anderes hinschieben können. Was wäre denn, wenn wir hier und dann einfach Speed rausnehmen? Nee. Das funktioniert auch nicht. Position. Ja. Das gibt's nicht, dass da. Noch. Jawohl. Ein Treffer auf den Mars in 238 Tagen. Oder Richtung Duna oder was auch immer. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit, uns dahin auszurichten. Jetzt ist die große Frage. Wo ist das Manöver? Es ist ein Prograde-Manöver größtenteils, also vermute ich mal. Ich muss jetzt mal gucken. Ein bisschen Schub und lenken. Ich hoffe, wir drehen uns da jetzt irgendwie in die richtige Richtung. Ich habe irgendwie vergessen, ein Reaction Wheel zu verbauen. Ah, sehr schön. Okay, das ist das Manöver. Sehr gut. Okay, dann gucken wir jetzt mal, dass wir das schaffen, ohne den Mond zu treffen. Dann schießen wir den schon mal in die Flugbahn Richtung Duna. Dann kann der da erstmal unterwegs sein. Also ich meine, 238 Tage in der Zeit können wir viel tun, aber wir haben dann schon mal den ersten Satelliten unterwegs. Und können unterwegs lustige Dinge tun. Stabilisieren bitte. Stabilisieren. Okay. So. Also er sagt 30 Sekunden. Sehr schön. Ja. Okay, wir müssen 1000 Delta V brennen, wir haben noch 1400. Das heißt, das sollte hinhauen. Wird dann natürlich ein bisschen knapp. Aber es reicht ja prinzipiell, wenn wir erstmal den Flyby an Duna schaffen mit dem Satelliten. Ike ist für mich jetzt schon von den Forschungsergebnissen dann her eher Bonus. Das wäre sowas wie bei der NASA, wenn so ein Satellit besser und länger funktioniert als gedacht. Dann würde ich Ike noch auf den Keks gehen. Aber erstmal gucken wir, dass wir es nach Duna schaffen. So, 30 Sekunden Burntime. Ich fahre den schon mal langsam an, um auf Kurs zu gehen. So, Kurs sitzt. Dann würde ich sagen, geben wir es ihm, oder? Vollgas. Sehr schön. Also, Sprit haben wir noch. Ja. Sieht gut aus. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. Also da hinten wollen wir hin. Das wollen wir natürlich so exakt wie möglich hinbekommen. Huch, das ist aber reichlich schnell hier. Warte auf uns. Warmes Manöver. Jetzt haben wir schon einen Treffer? Ach, das ist auch okay, oder? Das ist auch okay. Jetzt machen wir den Rest noch hier auf. Auf das Manöver ausgerichtet. Halt! Das war irgendwie zu viel, ne? Aber wir haben doch das Manöver geflogen. Was ist hier los? Irgendwie sind wir drüber. Wieso sind wir denn drüber? Wie viel Sprit haben wir noch?
Bisschen noch was, ne? Ich fliege den jetzt erstmal relativ exakt zu Ende. Er wird seine Gründe haben, warum das so ist. So. Haben wir jetzt hier unser Dings? Ne, wir sind irgendwie drüber geschossen, ne? Gut. Das klären wir jetzt gleich mal. Also, jetzt müssen wir nur einmal eine Sache machen. Nämlich, wir müssen den da mit seiner großen Antenne auf unser Teil ausrichten. Sonst wird das nichts. So, passt das vom Strom? Jetzt sind wir natürlich gerade im Dunkeln, aber es ist nicht so viel Verbrauch. So, dann wollen wir gerne den Dunasat haben. Es ginge natürlich auch einfach Active Vessel zu nehmen. Aber da wir momentan nichts auf die Reichweite haben, stellen wir jetzt einfach mal den Dunasat Hard ein. So, damit haben wir eine Verbindung. Wo ist er? Da ist er. Gut. Dann müssen wir gleich nochmal das Manöver korrigieren. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt aus Steuerbarkeitsgründen, ich gucke mal, hier ist Treibstoff drin. Ja. Aus Steuerungsgründen schmeißen wir das jetzt mal weg. Zack. So. Damit haben wir 1700 Delta V mit der kleinen Rakete noch. Das ist okay. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier ein kleines Manöver in. Oh, 4 Minuten klingt gut. Jetzt müssen wir mal korrigieren. Irgendwas stimmt da nicht an dem Manöver. Wir müssen wahrscheinlich so ein bisschen darüber. Jawohl. Okay. Wie viel Delta V sind das? 93. Ja, okay. Gut, und die Kiste können wir jetzt nämlich auch steuern, ohne dass uns alles um die Ohren fliegt. Weil der andere Tank einfach ohne Reaction Wheel ein bisschen viel des Guten war. So, und dann bringen wir den nämlich mal sauber auf Kurs, dass er auch wirklich bei Duna ankommt. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Schwupp. Sehr schön. Gut, dann ein bisschen Zeitraffern. Naja, ich nehme an, dass das ein paar Sekunden dauert, oder? Vom Manöver her. Ja, okay. Ein bisschen mehr als ein paar Sekunden, aber... So, haben wir es? Haben wir es schon? Ich glaube, wir haben es sogar schon, oder? Warum sehe ich denn unsere Route nicht? Wir fliegen es jetzt einfach mal stumpf zu Ende. Ja. Ah, da ist er. Da ist er. Okay, machen das jetzt schön exakt, so wie es sein soll. Und dann haben wir unseren ersten interplanetaren Satelliten auf dem Weg. Tada! Gut, und darüber setzen wir uns jetzt noch eine Alarmglock. At... Genau, Sphere of Influence Change. Den da würde ich gerne. Ich möchte nicht den Sphere of Influence Chains, ich möchte den nächsten haben. Ach, na gut, wir machen jetzt mal den rein. Gut, das ist jetzt der, wo wir quasi in die Sonne gehen. Dann ist das halt so. Aber dann haben wir da schon mal einen Reminder in 3 Tagen. Und dann haben wir noch 215 Tage oder was weiß ich übrig, um uns auf den Anflug auf Duna vorzubereiten. So, die Kiste ist auch stabil vom Strom. Sehr schön. Das heißt, wir können eigentlich auch die andere Antenne einklappen, oder? Ich meine, die hilft uns ja jetzt nichts mehr. Ja, also noch hilft uns was, aber sie wird uns langfristig nichts helfen. Das heißt, die kann aus, damit wir nachher nicht irgendwie Strom verlieren, weil die noch läuft. So, wir sind unterwegs Richtung Duna. Zwar erstmal nur mit einem Satelliten und nur mit einem Thermometer, aber es ist ein Anfang. Und ich hätte gesagt, als nächstes... Wie viel Zeit haben wir denn noch, bis die Kerbals da oben fressen brauchen? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die Übersicht haben. Die
Kerbals brauchen Happa Happa in 23 Tagen. Dann würde ich sagen, retten wir vorher mal noch die drei Fraggles hier. Die sind alle, glaube ich, ziemlich nah, jawohl, beieinander. Da würde ich sagen, bauen wir uns mal ein hübsches Mobil zusammen, wo wir das in einem Schwung machen können. Und danach ist Crewtausch und Nachfüllen auf der Chaos angesagt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen beim ersten Mal in der 1.1. Willkommen in der modernen Kerbal-Welt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Hardcore Kerbal. Mein Name ist Robert und tschüss.